Hier ist wieder euer Con, das ist Mass Effect 3. Wie versprochen geht es weiter. Und wir waren stehen geblieben, dass wir zurück auf die Citadel wollten. In Brysons Labor mit der Tochter dort reden und dann schauen wir mal, was es dort zu sehen gibt. Dr. Bryson? Hallo? Anne? Sind Sie hier? Anne? Oh, Commander. Ja, tut mir leid. Es ist nur... Das ist schwer. Ich sehe schon, ich störe. Schon gut. Ich kann später wiederkommen. Nein, bitte. Schon gut. All das wiederzusehen. Er war wie besessen. Manchmal fast wahnsinnig. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Das Gefühl hatte ich manchmal auch. Er war ein großartiger Mann. Ein Pionier. Aber er konnte sehr distanziert sein. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, ich würde ihn nur stören. Das klingt wütend. Ich war auch wütend. Und bin es noch, glaube ich. Aber manchmal war er voller Geschichten. Er wäre fast geplatzt. Dafür habe ich ihn geliebt. Und deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wir finden die Lösung. Unbedingt. Ich muss wissen, was am anderen Ende des Artefakts ist. Wofür er gestorben ist. Und darum sollen sie helfen. Wir brauchen ihre Hilfe. Sie sind unsere letzte Chance. Sie haben recht. Ich sehe die Arbeit meines Vaters durch. Mal sehen, was ich finde. Anne, sind Sie dazu wirklich in der Lage? Ja. Als Leviathan mich kontrolliert hat, war ich an einem kalten und dunklen Ort. Aber mein Vater hat mich gelehrt, niemals Angst vor der Dunkelheit zu haben. Ich bin immer noch erstaunt, wie es Ihrem Vater gelungen ist, ein Stück von einem Reaper in die Hände zu bekommen. Er war deswegen sehr aufgeregt. Ihre Behauptungen bestätigen die Arbeit vieler Jahre. Haben Sie geeignete Schritte unternommen, um eine Indoktrination zu verhindern? Natürlich. Es war völlig abgeschirmt. Und wir hatten alle regelmäßige psychologische Untersuchungen. Aber jetzt bin ich dank des Artefakts trotzdem indoktriniert. Stimmt doch, oder? Keine Ahnung. Es könnte genauso gut eine Rachni-Drohne sein, die auf die Befehle ihrer Königin wartet. Man's nimmt. Sie haben sich mit den Rachni beschäftigt? Ich habe meine Dissertation über sie geschrieben. Mein Vater hielt es für Zeitverschwendung. Aber jetzt hilft uns das vielleicht dabei, Leviathan zu verstehen. Inwiefern? Wir glauben, die Rachni seien Telepathen. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas gar nicht. Die Königin gibt ihre Befehle auf kurze Distanz über Pheromone. Über große Entfernungen benutzt sie so etwas wie einen organischen Quantenverknüpfungskommunikator. Aha. Die Leviathan macht, muss so ähnlich funktionieren. Die Verknüpfung von Partikeln zur Stimulierung neuraler Aktivität. Er benutzt das Artefakt, um eine Verbindung herzustellen. Und dann kontrolliert er den Geist von jedem in der Nähe. Ich würde sowas telepathieren. Und hey, da ist er ja. Brauchen Sie Hilfe? Was führt Sie hier runter, James? Hab gehört, Sie sind dem Reaper-Killer auf der Spur. Alles, was diesen Mistkerlen an Schrecken einjagt, ist einen genaueren Blick wert.
Genau darum. Wir haben keine Energieemissionen von dem Artefakt festgestellt. Aber die Reaper konnten Leviathan mit dem Artefakt irgendwie verfolgen. Meine Theorie lautet, dass das Artefakt die meiste Zeit einfach nur als Empfänger fungiert. Wir können Leviathan damit nur verfolgen, wenn er aktiv die Kontrolle über jemanden übernimmt. So wie auf dem Asteroiden. Genau. Leviathan ist nicht an Kommunikation interessiert, solange er nichts braucht. Da hat er wohl was mit meinem Vater gemeinsam. Sie sagten Leviathans Kontrolle... Commander, sehen Sie dieses Ding? Das ist toll. Aber die kann man nicht zurückverfolgen. Stimmt, aber es ist ja kein natürlicher QVK. Leviathan muss einen Impuls durch das Artefakt senden, um ihren Geist zu verändern und so den quasi QVK-Effekt zu erzielen. Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können... Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Zu riskant. Sie meinen, er soll sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Okay. Wir wissen noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edie? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Müssen das nicht tun? Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edie? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dir. Wow. Verbindung halten. Hören Sie, ich habe Sie gefunden. Und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Edie, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben's gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Sie okay? Anne? Anne, alles in Ordnung? Ja. Ich glaube schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut. Besser als nichts. Commander, ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Eröffnen wir erstmal ihn. Okay, wir haben es auf 3 Systeme eingegrenzt. Dann suchen wir mal nach ihm. James wieder weg. James und Anne sind jetzt einfach wieder verschwunden. Schön. Zurück zu Normandy. Holen wir uns diese Mistviecher.
Sigrid Zwiege. Ja, das wird lustig. Natürlich werde ich alle Systeme absuchen. Signal bestätigt. Eine Reaper-Aktivität? Neuralkarte. Da haben wir den Treibstoff. Dacht schon. Okay. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Dann rauf. Ich habe etwas gefunden. Was ich definitiv weiß, ist, dass die Leviathan auf den auf einem Wasserplaneten leben. Nichts. Kein Abzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Da? ULG-Sprung erfolgreich. Ich dachte, ich hätte ihn gekriegt. Dexoration. Ausweichen erfolgreich. Und zum letzten. Frag mich nur, ob der Treibstoff zurückreichen wird. Signal bestätigt. Schon gedacht. Das ist der Planet. Kaum Landmasse, hauptsächlich Wasser. Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan. Dann holen wir ihn uns. Ich nehme wieder Garrus und Jarvik mit. Irgendwie mag ich die beiden. Dann hier den Betäubungsschuss. Hier lasse ich mal ein bisschen aufladen für die Ziehenkraft. Cortez, was sagt die Sonde, die wir losgeschickt haben? Ich bin dran, Commander. Wir haben die Bestätigung, dass Leviathan-Signal von diesem Planeten kommt. Hab gehört, wie Anne uns geholfen hat, ihn zu finden. Gruselig. Man fragt sich schon, was uns da unten erwartet. James kann wohl nicht die Klappe halten. Nur das zählt.
selbst wenn er nicht gefunden werden will. Er hat keine Wahl mehr. Wir sind hier. Und jetzt? Seine Methoden sind hart. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich Hilfe von einem Reaper wollen. Wir suchen keine Freunde. Niemand will Freundschaft mit ihm schließen. Aber wenn das Ding die anderen Reaper beunruhigt, brauchen wir seine Hilfe. Commander, neue Daten von der Sonde. Sie hat Leviathans Position eingegrenzt. Und es wird ihr nicht gefallen. Nur raus damit. Das nichts außer Ozean. Es gibt eine Konzentration von Objekten an der Oberfläche. Aber die Sonde ortet das Signal darunter. Weit darunter. Unter Wasser? Sieht so aus. Das Shuttle müsste aber trotzdem hinkommen. Das geht? Das Kodiak hält laut Hersteller 1000 Atmosphären aus. Ich hab's aber nie selber getestet. Wir werden es wohl rausfinden. Status! Ein Impuls hat uns getroffen! Die Systeme fahren runter! Gut festhalten! Das hat wehgetan. Alle in Ordnung? Hab schon Schlimmeres überlebt, Commander. Was ist mit dem Shuttle, Cortez? Ich versuche gerade, die Energieversorgung wiederherzustellen. Verstanden. Wir sehen uns um. Sehen Sie sich das alles an? Wie viele sind wohl schon wegen dieses Impulses gestrandet? Könnte Leviathans letzte Verteidigungslinie sein. Cooles Schiff. Schauen wir uns mal um. Data Padlock. Attenbox. Brox. Die Hülle wird halten, sagen sie zumindest. Welcher Gott auch immer über E-Zero-Prospektoren wacht, hat seine Hand über uns gehalten. Obwohl die Wasserlandung von einem gewaltigen Krachen begleitet war, verdrängt die MSV Monarch genug Luft, um nicht unter... Verdrängt Luft? Ich dachte Wasser. Um nicht unterzugehen. Wir alle sind dankbar, um am Leben zu sein. Captain Pratt hat sogar den Champagner rausholen lassen. Ich schätze, das hilft, die richtige Sichtweise zu bewahren. Die große Frage ist, was unseren Absturz überhaupt verursacht hat. Kanzhan sagt, es sei kein Blitz gewesen, sondern eine Art von Impuls. Eine zielgerichtete Energiewaffe wäre eine Möglichkeit, aber wo sollte sie herkommen? Es gibt keinen Funkverkehr. Der ganze verfluchte Ozean ist vollkommen still. Heute Abend versuchen die Techniker, die Energie umzuleiten, um die Masse zu verringern, bevor die Triebwerke gezündet werden. Wenn alles gut geht, sind wir in 24 Stunden wieder in der Luft. War wohl nix. Eine Idee, wie alt die sind? Alt genug, um nicht zu stinken. Sämtliche Versuche, wieder in die Luft zu kommen, sind gescheitert. Die Impulse angerichtete Schaden, wenn man es überhaupt Schaden nennen kann, ergibt physikalisch gesehen keinen Sinn. Die Verbindungen sind nicht durchgebrannt und trotzdem zünden die Triebwerke der Monarch nicht. Das Notsignal ist ebenfalls tot, obwohl der Großteil unserer Elektronik noch funktioniert. Es scheint also keine Folge der Abschirmung zu sein. Ohne Notsignal haben wir keine Chance. Ich habe üble Dinge über eine Rationierung der Vorräte gehört. Ich denke, deshalb hat uns der Captain auch befohlen, Regenwasser zu sammeln und auf Deck Zelte aufzustellen. So bleiben wir beschäftigt. Brox hat Vorschläge, die Waffe des Treniton so zu benutzen, um Fische zu erlegen. Die Idee ist gut, nur leider haben wir noch nichts gesehen, was einem Fisch auch nur ähnlich sah. Wünschte, ich wäre ein Optimist. Scheiße, wa? Sieht aus wie ein beschädigter Atlas, aber anders und nicht unter Cerberus-Flagge.
Und er schießt nicht auf uns, was schön ist. Aber zu retten ist er wohl nichts mehr. Leider. Runter. Geht's nicht weiter. Sehen Sie nur da oben. Nein. Sie waren direkt hinter uns. Das Shuttle schützen. Das hat wehgetan. Ich habe natürlich die Brandmunition nicht an. Cortez, was ist mit fast geschafft? Es kam was dazwischen, Commander. Bin jetzt dabei. Alter, der soll mich rauslassen. Commander, ich bin in der Luft. Geben Sie uns Feuerschutz. Yeah.
Bin unterwegs. Ich brauche Unterstützung beim Shuttle. Alter, renn doch mal. Das muss natürlich immer passieren, wenn ich gerade mitten am Kämpfen bin. Schieß die auch mal. Gut. Gut gemacht. Wir nicht weg, bis wir es finden. Wie stellen wir das an? Naja, Sie können vielleicht einen Mac nehmen. Er scheint tauchfähig zu sein. Machen Sie Witze? Unter Wasser? In dem Ding? Die Tiefe ist nicht das Problem. Es wird bestimmt nicht leicht, aber ich sehe keine Alternativen, Commander. Nun, wenn es sein muss, sollten wir es zu Ende bringen. Warten Sie mal. Denken wir wirklich darüber nach? Zuerst brauchen wir Energie, damit wir diese Frachtraumtür öffnen können. Wie? Sieht wirklich so aus. Die Schiffe der Ballard-Klasse haben außen Energieanschlüsse für Reparaturen im Notfall. Wir können Zellen aus dem Schattenleben einsetzen. Ich krieg sie schon zum Laufen. Ich habe eine Zelle für Sie, Commander! Finden Sie was, wo man sie reinstecken kann! Ihr macht das schon. Auch mehr Energie. So. Ups. Ich hab ja noch was. Noch eine Energiezelle für die Commander. Der Feind ist hart, Energie. Au, 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 au. Läuft doch gut. Mist, ich brauche noch mehr.
die ganze Zeit hin und her gelaufen. Los! Sehr schön. Hab ich. Okay, Commander. Wir holen Sie da raus und ich mache einen Systemcheck. Commander, Gefahr ist kein Änderungsgrund. Aber selbst ich würde zögern. Wir können nicht mehr zurück. Der Weg nach Hause führt über Leviathan. Okay, Verschlüsse in Ordnung. Sauerstoffdruck normal, Systeme bereit. Besser kriege ich nicht hin. Ich bin bereit. Los geht's. Vorsicht da unten, Commander. Pass auf. Schließe Luke. Aktiviere Systeme. Bereit. Teste Comlink. Ich höre Sie. Es geht los. Beginne Tauchgang in 3, 2, 1. Und abwärts. Hält der Anzug, Commander? Sieht gut aus bis jetzt. Verstanden. Commander, hören Sie mich. Wir verlieren Ihr Signal. Etwas blockt die Kommunikation. Bitte antworten. Cortez? Cortez? Ja, es gibt kein Zurück. Sag bloß, das Ding hat keine Heizung. Ist auch kein Wunder, dass die Scheiben beschlagen. Ups, das war ein Scheinwerfer. Stimmt, ziemlich hoher Luftdruck da drin. Ich weiß nicht, ob Sie mich da oben hören. Der Hauptteil des Abstiegs scheint vorbei zu sein. Ich kann von hier aus kaum was sehen. Der Anzug hält. Die Notfallsysteme sind online gegangen. Lebenserhaltung funktionsfähig. Gehen tiefer. Ich fahre alle unkritischen Systeme herunter, um Energie zu sparen. Bin nicht sicher, wie viel Saft das Nottriebwerk benötigt, um mich zurück zur Oberfläche zu bringen. Darüber kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Er hatte seltsame Daten von der Sonde. Da unten ist ganz definitiv irgendwas. Ja, und weiter abwärts. Wird hart.
Die Sonde ist direkt unter mir. Letzter Teil des Abstiegs. Noch sehe ich gar nichts. Der Druck steigt. Habe die Sonne gefunden. Scheint intakt zu sein. Ich werde weitergehen. Nein. Aber ich dachte, Sie wären ein Reaper. Wir sind nur Echos. Uns gibt es viel länger. Was sind Sie dann? Viel mehr. Nicht. Die Galaxie führt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen besiegt. Warum schlagen sie nicht zurück? Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Dann helfen sie uns. Niemand war in vergangenen Zyklen stark genug. Ihre eigenen Spezies könnten mit einem Gedanken vernichtet werden. Aber sie sind anders. Ich habe ihr Handeln in diesem Zyklus beobachtet. Zerstörung der Sovereign, Untergang der Kollektoren. Die Reaper betrachten sie als Drohung. Und ich muss verstehen, warum. Nasenbluten. Ja, lecker. Vor den Zyklen war unsere Art das höchste Leben in der Galaxie. Die niedrigeren Spezies erfüllten unsere Bedürfnisse. Wir wurden mächtiger. Und für sie wurde gesorgt. Aber wir konnten sie nicht vor sich selbst schützen. Mit der Zeit bauten die Spezies Maschinen, die sie dann vernichteten. Aber tote Arten leisten keinen Tribut. Um das Problem zu lösen, schufen wir eine Intelligenz, die das Leben um jeden Preis schützen sollte. Sie entwickelte sich und studierte das Werden von Zivilisation. Ihr Verständnis wuchs und sie fand eine Lösung. In diesem Moment hinterging sie uns. Sie wählte unsere Art für die erste Ernte. Aus unserer Essenz entstand der erste Reaper. Sie nennen ihn Vorbote. Oha. Erzählen Sie von den Reapern. Jede Ernte endet mit der Geburt eines Reaper. Ein perfektes Design. Geformt als Abbild des Vorboten.
unser Abbild. Jeder Reaper kann organische Wesen beeinflussen. In zahllosen Zyklen wurde diese Fähigkeit perfektioniert und führte zur Indoktrination. Weshalb Zyklen? Aber was ist der Sinn all dieser Ernten? Die Intelligenz hat nur einen Zweck: die Erhaltung des Lebens. Dieser Zweck wurde nicht erfüllt. Sie ließ den Reaper die Massenportale bauen, um die Zeit zwischen Zyklen möglichst effizient zu beschleunigen. Die Galaxie selbst wurde zum Experiment, die Evolution zum Werkzeug. Wird das jemals enden? Unbekannt. Bis die Intelligenz findet, wonach sie sucht, wird die Ernte weitergehen. Sie haben die Maschine gebaut, trotz der Erfahrung der anderen Spezies. Warum? Sie können sich eine Galaxie nicht vorstellen, die ihrem Willen unterliegt. Jede Kreatur, jede Nation, jeder Planet, den wir entdeckten, wurde unser Werkzeug. Wir standen über den Sorgen niedriger Spezies. Die Intelligenz sollte lediglich ein weiteres solches Werkzeug sein. Und jetzt zahlen wir alle den Preis für ihren Fehler. Es gab keinen Fehler. Sie erfüllt immer noch ihren Zweck. Tja. Wie konnten sie so lange verborgen bleiben? Unsere Auslöschung blieb unvollständig. Einige entkamen in die dunklen Ecken der Galaxie. Ich bin ihr Nachkomme. Mit den Zyklen wurden die Diener-Spezies kontrolliert. Und sie entfernten die Spuren unserer Existenz. Dadurch blieb unser Überleben den Reapern verborgen. Heute sehen wir uns über die Fragmente nach Entdeckungen um. Fragmente? Sie meinen diese Artefakte? Sie sind unser Fenster in die Galaxie, um die Ereignisse dieses Zyklus aus der Sicherheit dieser Welt zu beobachten. Durch sie sehen wir zu, studieren und bleiben im Schatten. Okay, und die erste Ernte? Wie hat die Intelligenz sie besiegt? Um eine Lösung zu finden, brauchte sie Informationen. Physische Daten von organischem Leben im Kosmos. Sie schuf eine Armee von Handlangern, die diese Daten in der Galaxie sammelten. Es gab keine Warnung, keinen Grund, als sie sich gegen uns wandten. Nur Gemetzel. Nur die Ernte. Wissen Sie etwas über das Gerät, das wir bauen? Es ist angeblich eine Superwaffe. Wir haben seinen Bau schon einmal beobachtet. Er wurde nie fertiggestellt. Die es versucht haben, wurden dennoch Opfer der Ernte. Das Ergebnis ist unbekannt. Okay, ich hab's verstanden. Helfen Sie, den Zyklus anzuhalten? Ich habe Ihren Geist durchforstet. Sie sind eine Anomalie. Aber das reicht nicht aus. Moment! Der Zyklus wird weitergehen. Wird er nicht. Sie haben zugesehen. Sie wissen, dass dieser Zyklus anders ist. Wir werden überleben. Sie bleiben hier und erfüllen unsere Bedürfnisse. Die Reaper ernten den Rest. Wenn Sie mich gehen lassen, muss niemand geerntet werden. Nichts ändert sich. Hat es bereits. Die Reaper wissen, wo sie sind. Sie können nicht länger nur zusehen. Sie müssen kämpfen. Selbst wenn sie die heutige Schlacht überleben, werden die Reaper niemals aufgeben. Gemeinsam haben wir eine Chance, die Sache zu beenden. Noch mehr von ihm.
Ihre Zuversicht ist einzigartig. Ich habe es verdient, da draußen zu kämpfen, wo Sie sein sollten. Es ist klar, warum die Reaper Sie für eine Bedrohung halten. Ihre Siege sind mehr als ein Zufallsprodukt. Wir werden kämpfen, aber nicht für Sie oder sonst jemanden. Wir sind die erste und oberste Spezies. Wir werden überleben. Und die Reaper, die in diese Welt eindringen, werden unsere Macht begreifen. Sie werden unsere Sklaven sein. Heute zahlen sie ihren Tribut im Blut. Nur Triebwerk starten. Ziemlich schnell, nicht, dass er noch die Taucherkrankheit bekommt. Abmarsch! Das war mal ein Reaper. Shepard, aufwachen! Er ist eiskalt! Sind Sie okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Wahnsinns Kopfschmerzen. Zum Glück sind Sie wieder da. Ich habe Anne Bryson in der Leitung. Gut. Stellen Sie durch. Commander? Geht's Ihnen besser? Ja, danke. Alles okay. Was ist passiert? Wir haben Leviathan gefunden, Ben. War es die Sache wert? Ich weiß nicht. Aber er kann sich jetzt nicht mehr verstecken. Er ist Teil des Krieges. Genau wie wir. Klingt wie eine aufregende Geschichte. Eine für die Geschichtsbücher. Ich freue mich schon auf die Details. Mein Vater würde es begrüßen, dass die Wahrheit jetzt bekannt ist. Inzwischen hat mich Admiral Hackett in sein Wissenschaftsteam eingeladen. Jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Gut. Viel Glück, Anne. Und danke für Ihre Hilfe. Shepard Ende. Ich bin mit Ihrem Bericht durch. Die Allianz wollte mehr Informationen über die Reaper. Die haben wir nun. Unsere Leute werden das jahrelang studieren. Sie nennen es bereits den Leviathan-Kodex.
Die Geschichte der Galaxie muss neu geschrieben werden. Egal, was es sonst noch bedeutet, die Reaper hatten einen Anfang. Und vielleicht bereiten wir ihnen jetzt ein Ende. Das ist natürlich eine Sichtweise, vielleicht die einzige. Also gehen Sie, ziehen Sie es durch. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, Shepard. Gute Arbeit. Danke, Sir. Hackett, Ende. Ja gut. Schauen wir mal, was wir alles gekriegt haben. Oh, bin schon längst über dem Minimum. Terminusflotte. Tipps, Bloodpack und Sekte-Einheiten. Der Hanna und Drell. Der Gouverneur, ein batterianischer Gouverneur. Teufel der leere Kampfgeschwader, das sind so kleine Eiter in Anführungszeichen. Ja. Unterwerfungsteam. Omega E-Zero, boah, bringt das viel. Angriffsflotte. General Oleg Petrovsky. Das haben wir bei der Allianz alles gekriegt. Der 5. Flotte, was Neues. Ah. Kazumi Goto. Diamantenkühlkörper der M. Bryson. Asari haben wir jetzt was. Aha. Der Tigel. Der Abhandlung. Aha. Sieht aber mehr aus wie der Saturn. Aber egal. Strahlungsschildummantelung. Dextroration für die Turianer. Gut. Aber das muss noch mehr werden. Denn jetzt können wir uns darum kümmern, dass wir an einen Tisch mit den Turianern und den Kroganern kommen. Commander? Was? Nö. Ich muss sowieso mal kurz nach unten. Denn unsere Werte. Yara hat ja wieder was für uns ausfindig gemacht. Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Waffen-Upgrade. Ich will lieber Munitionskapazität. Schön. Hey. Hat die Kaylee was mit Anderson gehabt? Vielleicht bald mal Zeit, wieder was nachzugucken bei dem Spectre-Terminal in der Citadel. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, kümmern wir uns um das Treffen der Abgeordneten. Es wird sehr eng mit dem Treffstoff, sehr eng.
mag's nicht, so wenig Treibstoff zu haben. Was die Leute zu sagen haben. Erstmal hole ich mir ein bisschen Treibstoff. Ich bin nur 150.000 bzw. 140.000, damit ich die Black Widow kaufen kann. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Baron, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf T'Chanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Kroganer verdienen aber ein Heilmittel, gerade unter Rex' Führung. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Och, so einiges. Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. In Ruhe jetzt. Los, holen wir sie. Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh, das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Tja. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Tyrann? Ich würde mich jetzt nicht als Tyrann bezeichnen, gerade weil ich so vorbildlich bin. Nehmen wir wieder Jarvik und Garrus mit. Keine Ahnung wieso, aber ich mag die beiden. Gut, bei Garrus weiß ich es, gerade weil ich ihn schon so lange kenne. So viele schöne Waffen. Aber viele kommen einfach nicht an meine derzeitige Waffe ran. Hier noch für Scharfschützengewehre. Normal die Standardwaffe gewesen von mir. Ich glaube, eine gewesen, die mehrere Schüsse hintereinander abfeuern konnte, also mit einem größeren Magazin. Die habe ich gehasst, weil die über drei Schüsse auf einmal abgibt, so wie so ein kleines MG.
kleine MP lang. Die ist recht gut. Die habe ich ja. Die ist echt kacke. Weil ich da auch eventuell mal gedrückt halten sollte. Naja, egal. Betäubungsschuss vollenden. Garrus ist nix, was ich großartig geben kann. Bei ihm kann ich jetzt ziehen weitermachen. Dauerschaden könnte hilfreich sein. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich's jemand anders überlegt. Ich glaube denen immer noch kein Wort. Rex, ruhig jetzt. Lassen Sie uns diplomatisch sein, Rex. Sie bekommen schon, was Sie wollen. Diese Frauen sind die beste und wahrscheinlich letzte Chance für mein Volk. Wir bringen sie nach Hause, Rex. Wir haben auf diesen Tag lange genug gewartet. Ein ganzes Leben. Ich weiß die Unterstützung zu schätzen, Garrus. Ich dachte schon, sie wären auf ihrem Thron weich geworden und hätten vergessen, wie man eine Waffe hält. Dann wäre er nicht König, oder? Wer ist das? Ein Proteaner. Manchmal frage ich mich, ob die Normandy ein Kriegsschiff ist oder eine Freakshow. Aber wenn er eine Waffe halten kann... Commander, die Sensoren haben die salarianische Waffe verfasst. Gehen wir runter. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Ich wusste, dass sie ihr Wort nicht halten würden. Die soll mal einen kroganischen Abwurf verhindern. Rex! Wir haben eine nicht genehmigte Landung. Und wer hat Ihnen genehmigt, meine Spezies als Geisel zu halten? Ganz ruhig, Leute. Halt! Aufhören! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Wir kriegen das hin. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Rex wertvoll ist. So wertvoll, dass ich dafür sterben würde. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Rex! Ich krieg das schon hin, Rex. Wenn es nicht klappt, sind alle Abmachungen gestorben. Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Die Viecher schon wieder. Vorsicht! Sie auf den Eindämmungsschild. Da werden Erinnerungen wach. In meinem Zyklus waren sie viel kleiner. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis alte Informationen. Ja. Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf T'Chanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Dieser ganze Planet stinkt. Ich würde sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Das ist eins von den Viechern, was früher mal als, gleich bekannt war unter dem Shadow Broker. Nix. Von hier kommt Shepard. Mir gefällt das nicht. Ich sollte derjenige sein, der reingeht.
Wie wäre es, wenn Sie hier bleiben und wir nur einen Krieg auf einmal austragen? Das war doch nur ein bisschen kroganische heiße Luft. Im Ernstfall wären Sie jetzt tot. Leere Drohungen sind sinnlos. Wenn der Krieg vorbei ist, könnten Sie auf Tuchanka leben. Sie würden dazu passen. War schön, mal wieder mit Ihnen zu reden, Rex. Noch schöner wird's, wenn wir Salarianer zum Mittagessen kriegen. Beachten Sie, dass sich Besucher in der Anlage aufhalten. Sprechen Sie daher nicht über geheime Informationen. Was Sie auch davon halten, unsere Befehle sind klar. Der Kroganische. Das ist ein abgesperrter Bereich. Unsere Vorgesetzten, das ist alles, was Sie sehen. Aber Sie werden die Genophage. Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein nicht identifiziertes Fliegerprotokoll an. Ein Codeknacker vom Geheimdienst. Unsere Abwehrmechanismen testen. Die Reaper, da ist er doch. Commander Shepard, Major Kirahi. Ich hatte schon gehört, dass Sie kommen würden. Schön, Sie wiederzusehen. Ah, Sie wurden befördert. Ja, und daran ist unsere Mission auf Wurmmeyer nicht ganz unschuldig. Stellung halten. Sie haben an jedem Tag meine Männer gerettet. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen, Major. Garrus Vakarian, wie immer eine Freude. Die Reaper schaffen es immer wieder, uns zusammenzubringen. Auf jeden Fall. Naja. Schön, Sie zu sehen, Major. Ebenso. Und Commander? Ganz egal, was die Politiker beschließen, Sie können bei der Rückeroberung der Erde auf meine Unterstützung zählen. Super. Das würden Sie tun? Betrachten Sie es als meine Art, mich zu revanchieren. Es wäre mir eine Ehre, wieder an Ihrer Seite zu kämpfen. Ihr auch. Guten Tag. Tag. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Sicher. Ich muss ein neues Antimittel herstellen. Hoppala, das war ich ja gar nicht. Ja? Danke für Ihre Zeit. Kein Problem, gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Jawohl. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsdienst aufteilen. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Das Basispersonal bleibt bis auf Weiteres auf Posten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Sind Sie wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen, dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Rex Insiderquelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerinnen Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Sie haben ihr Bestes getan. Sie haben sicher ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage-Heilmittel, problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Nein. Ich hätte keinen taktischen Nutzen. Erdnot Rex und ich sind hier, um Sie nach Hause zu bringen. Weshalb?
Was bin ich für Sie? Sind die letzte Hoffnung der Kroganer. Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Sie haben für mich eine Armee dabei. Das nicht, aber das beste Team der Welt. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen und... Vielleicht sogar der Galaxie. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Was will Cerberus denn jetzt? Es hat nur eine überlebt, Rex. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Was? Damit die Salarianer sie umbringen können, genau wie die anderen? Kein Deal. Wenn sie das Bündnis wollen, schaffen sie sie da raus. Gut. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch. Vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Sie sehen T'Chaka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Jawohl. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Oh. Oh, Scheiße. Zurück! Ja, mir geht's gut. Kein Tod zu sein. Unterwegs. Shepard, wir müssen wirklich hier raus. Shepard, hier ist Rex. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Ich mache bis dahin Cerberus das Leben. Feindbeschuss von Position Teltec 4. Aua! Ah, ist der. Gesichert! Da kommen sicher noch mehr! Wirklich? Unterwegs. Spezies 732 Jag wurde zur geheimen Unterstützung freigegeben. Sie sind ideale Kandidaten zur Erweiterung des salarianischen Einflusses bei voller Abstreitbarkeit und minimalem Risiko. Ah. Das kann auch nur sagen, wer noch nie mit einem Jag gekämpft hat. Habe ich alles? Ups. Vorsicht, das ist der nächste Shadow Broker. Ich schwöre, dass er die ganze Zeit zu ich liebe diesen Sarkasmus. Unterstützung erfolgt. Liege unter Beschuss.
Fackeln Sie sie ab! Ich sehe den Kontrollpunkt! Sie werden beschossen! Wir müssen eingreifen! Unterstützung! Ja, sehr schön. Wir haben voll die Übermacht. Alles in Ordnung? Eindämmungsschild hält. Aussage zum Zustand der Koganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kogana-Trojaner nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Shepard, treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Autsch. Moment. Was haben wir denn hier? Baron. Wo ist Team Minerva? Ich versuche, ihr Feuer auf mich zu lenken. Durchhalten. Wir versuchen, zu ihnen zu kommen, Morden. Weg hier! Sag dir weg! Boah, war das knapp! Voll die übermächtige Strahlenwaffe. Ja, hoffe ich. Schön, dass ich nicht dauernd neue Munition brauche. Cerberus meint es wirklich ernst. Das Ende eines Zyklus bedeutet immer den Beginn des Chaos. Sehr gut gemacht. Gibt's einen einfacheren Weg? Könnte man sagen. Das ist die geilste Pistole, die ich bis jetzt kenne. Weil du auf Sturmgewehr und Scharfschützengewehr spezialisiert bist. Los, ich gebe Ihnen Deckung. Oh, ihr Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Dabei. Ist, ich verballer immer meine gesamten Magazine hier. Gut, sie sind alle tot. Zum nächsten Kontrollpunkt. Ich wette, Cerberus ist noch nicht am Ende. Wette ich genauso. Erstmal durchsuche ich hier alles, weil ich auch diese Pistole haben will und ich weiß, die liegt hier irgendwo rum. Verräter.
In Deckung! Sehr schön. Eine Treppe da drüben. Eine Möglichkeit, erhöhte Position zu beziehen. Die Waffe ist einfach so genial. Sonst noch was hier? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier ist noch was. Nichts mehr. Wollte ich jetzt gar nicht. Oh, das waren soweit alle. Doch. In der Nähe muss eine Stromversorgung sein. Spezies 408, Baron, könnte eine neue Form der biologischen Kriegsführung ermöglichen. Wo ist das denn? Vorne? Ja. Hier. Das läuft schon mal wieder. Gut. Eindämmungsschild wird schwächer. Viel verkraftet er nicht mehr. Ich bin nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Beruhigen Sie sich. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Admiral Drax noch. Er muss. Wir sehen uns dann oben. Thank you.
Ja, schön. Sieht sicher aus. Verschwinden wir von hier. Shepard, schaffen Sie Ihren Arsch hier raus. Ich kann nicht ewig rufen. Bin schon dabei. Halt die Klappe. Nerv mich nicht. Dabei. Shepard, nicht zögern! Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Der Tank wird dann zur Landezone gebracht. Oh. Ein Atlas. Gute Munition wieder. Brax wird im Alter auch nicht umgänglicher, was? Zieh weg. Das war er. Ja, aber vorsichtig. Es ist noch Cerberus mit uns da. Ich glaube, Sie haben es geschafft. Von hier oben sieht alles sicher aus. Nice. Ich wusste gar nicht, dass Rex selber fliegt. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Beeilen wir uns. Bringen wir sie weg von hier. Ich kann auf mich selbst aufpassen, Rex. Frauen. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Er ist tot. Wie konnte er nur sterben? Spaß. Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Ja. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Na dann, in die Arbeit. Boah, ist das Teil riesig. Die Frau, Rex. Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Kein Problem. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Gut. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Turianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Gut. Dann geht's jetzt darum, Tuchanka zu fliegen. Schön, schon mal ein paar Salarianern bekommen. Wollen Sie? Commander, Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Verstehe. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Gut. Danke, Primarch. Meine Gedanken sind bei Pelevan. Und meine bei der Erde.
Gut. Was will Rex? Was für ein Showdown auf Sir Cash. Genau wie in alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder ihren Arsch gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung haben sie es überlebt. Ja, klar. Sie sagten, einer ihrer Trupps wird vermisst? Er erkundete das Rachni-Portal. Wegen Gerüchten, dass es dort Ärger gibt. Rachni? Das interessiert Sie was? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die können nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass der Kontakt zu den Kundschaftern sofort abbrach. Kompanie Aralak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Mal sehen, was ich tun kann. Dann mal los, Shepard. Gut. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe zwar kein Fenster wie Liara, aber es ist ein Fortschritt. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? Ja. Ja gut, ich würde sagen, das war's erstmal mit Mass Effect 3. Für die Leute, die im Stream zuschauen, dasselbe wie vorhin, geht nachher weiter. Und für die Leute auf YouTube, wartet auf den nächsten Part. Ich bin euer Kun. Das war's. Tschüss. Bis denn.